miglior rallista di tutti i tempi è stato Walter Röhrl, perché era veloce su ogni tipo di strada, ha vinto Monte Carlo con macchine diverse, e direi è un pilota molto completo, un pilota che difficilmente si può trovare nel campo di avvenimento. Ich habe kein Interesse nicht zu gewinnen mit einer Sekunde Vorsprung. Es gibt ja Leute, die sagen, war ein richtig harter Fight. Ich habe mit einer Sekunde gewonnen. Ich will mit 10 Minuten gewinnen. Das freut mich viel mehr. Das Rallye von Fazzino, das sind die beiden Schwimmen gewesen. War schön, aber das hat nicht, halt nichts mit dem Blei. Das ist ein größerer Kampf und Kampf und alles genauso wie im Gegenteil. Das ist vielleicht, mir gibt es im Prinzip gibt es noch mehr, auch wenn es dann vorbei ist und ich lasse ein bisschen Revue passieren und sage, Mensch, das ist der ganz schöne Kampf. Das ist so gefährlich, was du machst. Und dann sagst du, das ist schön. Ne? Aber es, im Moment, das Tun ist es etwas wahnsinnig. Fühlst, dann hast du das letzte Mal in deinem Leben was gefühlt. Weil dann bist du mich schon weg von der Straße. Also du musst das vorher, du musst das vorausahnen. Bevor du das fühlst, musst du schon dagegen reagieren. Really difficult, it's going to throw like a herd of wild horses or something, but it's an unbelievable feeling. One day, perhaps in 10 or 20 years, the way things are going at the moment, when we all have to drive our cars carefully, one behind the other, as if they're on rails, then people will remember these mad years. I'll count myself very lucky to have been part of all this madness. Um meine Arbeit zu machen. Hinten habe ich gesagt, Gott sei Dank, das war ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, das muss man erlebt haben, dass man da mit 220 auf Schotterstraße rauffahrt, von der Straßenkante geht es wie von der Tischkante, ohne alles, 400, 500 Meter ins Nichts, mit einem Auto, das jenseits von 600 PS hat. Zu jedem Zeitpunkt kannst du mit dem Gasfuß irgendwas verkehrt machen. Ein Auto, das damals das erste Rallye-Auto war, wo man ein bisschen Abtrieb versucht hat zu machen mit den Flügeln. Es war also unheimlich toll und ich muss sagen, ich habe es im Fahren genossen und habe aber auch noch mehr genossen, die Aufnahmen nachher vom Hubschrauber zu sehen, wie toll das Auto da wie auf Schienen den Bergen aufgefahren ist. Also das war sicherlich schon der Gipfel, was man mit so einem Auto hat machen können. Thank you.
it's quite easy that Ari is passing me, and I don't think it's something special. I tried to go as fast as possible, but I'm sure these 2 minutes are not enough. Are you resigned to the fact this new Peugeot then is just too fast for the Audi? No, I only know that Ari is too fast for me.